Herzlich willkommen zu meinem letzten allein gesprochenen Wort zum Alltag. Nächsten Freitag sagen wir für euch Adieu, geht mit Gott, geht weiter, seid gesegnet und sagen euch, wie es weitergeht mit dem Wort zum Alltag. Gestern hat Monika ja in dieser Pfingstzeit, wir machen ja Pfingstwort zum Alltag, über den Heiligen Geist, die Heilige Geistkraft geredet, über Maria, wie sie diese Geistkraft darstellt. Und wurde Monika ja vom Geist, von der Windkraft herumgeblasen. Was für ein wunderschönes Bild. Es hat mich sehr gefreut und auch bewegt und berührt. Und es hat mich angeregt, noch einmal auf Maria zurückzukommen, nicht zuletzt auch, weil mich ganz viele Leute angesprochen haben, hey, du hast doch mal über diese Ikone, vor dieser Ikone gesprochen und hey, sag uns noch mehr über die Ikone, was siehst du da drin? Ja, so rede ich ein bisschen zu euch über das, was ich in der Ikone in Maria sehe. Wir sind in einer Welt, wo unser Herz oftmals stoppt vor Angst, vor Entsetzen, wenn wir die Nachrichten sehen oder auch schon nur, wenn wir durch die Straßen gehen und auch im gleichen Moment von der Schönheit und der Menschlichkeit und der Kreativität zutiefst berührt sind. Wir sind in einer Zeit, wo wir genau diese Wirklichkeit in all ihrer Widersprüchlichkeit wahrnehmen und wo wir genau eine solche Figur, einen solchen Mensch, eine solche menschliche Seite Gottes, eine weibliche Seite Gottes, wie sie Maria darstellt, ich glaube, suchen. Ja, das ist das richtige Wort. Wir suchen diese Nähe, dieser großen Lehrerin, dieser Prophetin, sie heißt in allen Sprachen unsere liebe Frau, Notre Dame, Nostra Signora, unsere Mutter. Denn wir sind durch Jesus, den Christus, alles Schwestern und Brüder. Und so ist sie unsere Mutter. Sie ist in vielen Namen und in vielen Bildern bekannt. In allen Epochen der Kunst wurde sie dargestellt. Und sie ist vielen Menschen in unzähligen Gestalten erschienen. Und immer wussten sie, es ist sie. Sie erschien in Bildern und Figuren, die diese Menschen sofort begriffen, sofort zuordnen konnten, intuitiv verstanden und sofort wurden sie von dieser Marienwirklichkeit ergriffen. Auf unserer Ikone, wie in vielen Ikonen, wird Maria dargestellt, entweder auf dem Arm haltend oder in sich, in ihrem Körper tragend, blühend, aufblühend, das Jesuskind. Ich sage die Christuswirklichkeit. Auf unserem Bild, auf unserer Ikone, die ja, wie ihr wisst, von Robert Lenz, einem franziskanischen Bruder in den USA gemacht wurde, wird sie als die gefangene Tochter Zions dargestellt mit dem Magen David, mit dem Davidstern, mit dem Stern, der einstmals die 12 Stämme Israels an den Ecken und an den Kreuzungsstellen darstellend das Volk und der Stolz Israels waren und dann von den Nazis, welch Perversität, zum Judenstern wurden, der die Jüdinnen und Juden, die Deutschen und Europäer jüdischen Glaubens nach und nach ausgrenzte, entrechtete und schließlich maschinell industriell ermordete. Welche Perversion, ein Zeichen des Stolzes, der Zugehörigkeit wurde zu einem Zeichen, zu einem Todeszeichen. Wir sehen unsere Madonna, unsere liebe Frau, wir sehen die mächtige Mutter auf eine starke, in sich gekehrte Art und Weise zugewandt, sich selber einer Ewigkeit schon fast in diese schauend und doch ganz auf die Wirklichkeit, die in ihr passiert, zentriert. Und aus der Sicht dieser Mutter auf dieses Kind kommt die Sicht Gottes auf uns, kommt ihre Sicht auf uns und in den Augen dieser Mutter
sind wir alle liebenswert. Auch wenn wir es nicht glauben, auch wenn wir unglaubliche Schwierigkeiten haben, auch wenn wir verletzt wurden, gerade wenn wir verletzt wurden, wir sind liebenswert. Wir sind schön, wir sind würdig und wir sind es wert, dass man sich uns zuwendet, dass wir inspiriert werden, dass wir getröstet werden, dass wir Schutz bekommen. Maria ist die einzige Figur, die einzige wahrscheinlich durch Kriege, durch Morde, durch Vergewaltigungen, Eroberungen nicht beschädigte Figur Gottes. Wenn da manchmal ein Gott auf dem Thron saß, der wird durch Kriege sehr herausgefordert. Der leidende Christus am Kreuz, ja, auch der ist präsent den Leidenden, aber für alle Leidenden war immer diese herzliche, warme, mütterliche Seite Gottes entscheidend. Jede Mutter, die in irgendeinem Krieg, die in irgendeiner Auseinandersetzung, die in irgendeiner Situation oder Szene dieser Welt geächtet, verborgen, erstochen, vergewaltigt, entkleidet, verbrannt, verstoßen wurde, sie ist hier abgebildet. Und wir sind mit diesen Frauen, mit dieser Frau, durch diese Frau verbunden. Sie überlebt ganz gleich, wer die Hand gegen sie erhob, ganz gleich, wer versuchte, ihre ewige Energie zu untergraben. Sie ist der Inhalt jeden heiligen Textes. Sie ist der Sinn der Gesänge der Mystikerinnen. Sie ist in jedem Wind, in jeder Flamme. Sie ist die Kriegerin. Sie ist Heart of Gold, kommt mir gerade in den Sinn. Sie ist die immer Wissende. Sie ist die eine. Und vor allem, so wie sie diesen Christus in sich trägt, ist sie in mein Herz eingeschrieben. Sie ist meine Sehnsucht, mein Wunsch, beschützt zu sein. Sie verändert mich. Sie lädt mich ein, ihrem Weg der Annahme, der Ergebung und des Widerstandes, des Gesanges gegen die Mächtigen und die Gewalten dieser Welt nachzugehen. Sie ist der Beweis dafür, dass Gott in dieser Welt weiterhin eine fruchtbare, zugewandte, lebensschöpfende Energie ist. Sie ist, und da komme ich wieder an den Ausgangspunkt, die windlebensunbändige Kraft Gottes, die Seite des Ewigen und der Liebenden, die uns wahrscheinlich sehr einfach zugänglich ist. Nehmt also diese Wind- und Lebensenergie mit, geht diesen Weg unserer lieben Frau, der Gottesmutter, nach. Nehmt diesen Segen in euch auf. Und wo immer ihr seid, seid gesegnet, denn ihr seid ein Segen. Musik.